Was geht ab, ihr Kirschmann-Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal No Time MMA. Islam Makhachev ist bereit, in Brasilien gegen Charles Oliveira um den Gürtel im UFC-Leichtgewicht zu kämpfen. Der Austragungsort war ein möglicher Knackpunkt für einen Titelkampf zwischen den beiden Top-Kämpfern. Makhachevs Coach Khabib Nurmagomedov forderte zuerst den Kampf in Abu Dhabi, aber jetzt hat Oliveiras Trainer mit einem Konter, mit einer Aufforderung, eine neue Anfrage gestellt an die UFC und auch an Khabib und Islam, dass dieser Kampf in Brasilien ausgetragen werden soll. In einem neuen Instagram-Post hatte Makhachev jetzt auch deutlich gemacht, dass er bereit sei und auf der Suche nach Gold in Oliveiras Heimatland gerne den Gürtel finden könnte. Oliveiras Trainer bittet mich, in Brasilien um den Titel zu kämpfen, sagte Islam. Überbringe ihm diese Nachricht. Auf dem Pferd werde ich in sein Land gehen, mir den Gürtel schnappen und ihn in die Berge von Dagestan bringen, wo er hingehört. Die große Frage ist, ob die UFC als nächstes Makhachev gegen Oliveira buchen wird. UFC-Präsident Dana White hat wiederholt gesagt, dass er Makhachev gegen Benail antreten lassen möchte, aber Darius erholt sich immer noch von einem gebrochenen Wadenbein. Das hat dazu geführt, dass Leute wie Daniel Cormier und Joe Rogan argumentiert haben mit UFC-Boss Dana White, dass er einfach einen Kampf von Islam und Charles machen soll. Mit Blick auf die Siegesserie ist dies eindeutig der sinnvollste Kampf. Oliveira hat eine Siegesserie von 11 Kämpfen, Makhachev hat eine Siegesserie von 10 Kämpfen. Niemand sonst in der Liga, in der Division kommt an diese Siegesserie ran. Kritiker von Makhachev sagen, dass er zu wenig Top 10 Leichtgewichte besiegt hat. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum Dana White darauf besteht, dass Makhachev erstmal gegen Darius antritt, bevor er ihm Titelkampf gewährt. Islam Makhachev will aber Charles Oliveira ohne Probleme im Grappling schlagen. Ja, der Coach von Oliveira hat hier eine ganz klare Ansage gemacht und ganz deutlich gesagt, was er davon hält, dass dieser Kampf stattfindet. Denn er sagte ganz klar, komm, fight us in Brazil. Ja, wir arbeiten für die UFC. Diego Lima ist der Head Coach und ist auch eine Person, die natürlich ein Auge hat auf die Karriere von Charles. Ne? Und insofern hat er auch ganz klar gesagt, Charles ist der Champion. Charles ist ganz klar und deutlich der Champion, aber Khabib redet über einen möglichen Kampf von Makhachev in Abu Dhabi. Wir würden am liebsten natürlich dann auch einen Kampf haben, der in Brasilien stattfindet. Also kommt gerne nach Brasilien, wenn ihr einen Kampf gegen uns haben wollt. Das sind die Aussagen von dem Coach von Charles Oliveira. Er ist dabei, er ist der Mentor, er ist der Manager für Charles Oliveira. Charles Oliveira hätte natürlich einen deutlichen Heimvorteil, hätte krasse Energie in Brasilien nochmal und wahrscheinlich eine 10-mal stärkere Motivation. Aber der Kämpfer, der natürlich einfach besser ist, überwiegt dann an diesem Abend und das könnte jeder von den beiden sein. Ultra starkes Duell, sehr, sehr interessante Sache. Da müsst ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben, was denkt ihr über diesen Kampf, was denkt ihr über das Ganze, dass das Team von Charles Oliveira nachgegeben hat, wenn Kai McGregor runtercutten wird auf 155 Pfund, dass ein Kampf gegen Islam der nächste legitime Titelkampf sein wird. Ich find's geil, ich persönlich freue mich drauf. Schreibt mir auch mal in die Kommentare, lasst ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal hier bei No Time MMA.